Mit der Flexirente den Jahreswechsel 2020 zu 2021 geschickt nutzen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Das, was ich Ihnen jetzt sage, das geht natürlich nur für vorgezogene Altersrente. Rentner, die entweder schon eine Altersrente haben oder vielleicht vorhaben, jetzt noch in Rente zu gehen. Für diejenigen, die schon über der Regelaltersgrenze oder die schon über die Regelaltersgrenze hinaus sind, macht das hier gar keinen Sinn, der Hinzuverdienst nicht mehr an die Regelaltersrente angerechnet werden darf. Stellen Sie sich folgendes Beispiel vor. Sie hätten an sich zum 1.10.2020 erstmals in eine vorgezogene Altersrente gehen können. Ob mit oder ohne Abschlag spielt jetzt erstmal gar keine Rolle. Aber Sie sind trotzdem weiterarbeiten gegangen. Und Sie verdienen monatlich 3.000 Euro brutto. Und jetzt könnten Sie doch eigentlich mit der Flexirente, die es ja seit dem Jahr 2017 gibt, dieses Jahr rückwirkend bis zum 31.12.2020 einen Rentenantrag stellen, und zwar rückwirkend zum 1.10.2020. Und das hätte die geniale Folge, dass Sie Ihre 9.000 Euro Verdienst haben und dazu nochmal anrechnungsfrei 3 volle Monatsrenten, weil wir ja dieses Jahr 2020 diesen hohen Hinzuverdienstfreibetrag von 44.590 Euro haben. Und wenn Sie jetzt ganz clever sind, dann hören Sie am 31.12.2020 nicht auf mit Arbeiten, sondern Sie gehen im Januar und im Februar 2021 weiterarbeiten, denn Sie haben ja ein monatliches Bruttoeinkommen von jeweils 3.000 Euro. Und da wir im Jahr 2021 aller Voraussicht nach die Hinzuverdienstgrenze wieder von 6.300 Euro haben, hätten Sie praktisch ein Gesamteinkommen von 6.000 Euro, liegt unterhalb der 6.300 Euro. Und das heißt, Sie können nochmal Januar und Februar 2 Monatsrenten anrechnungsfrei auf Ihren Hinzuverdienst von 6.000 Euro haben. Und der zweite Vorteil ist, dass Sie, wenn Sie später in die Regelaltersgrenze erreichen, dass dann der Hinzuverdienst, den Sie neben der Rente noch hatten, sich rentenerhöhend auswirkt, weil Sie nämlich dann nochmal abschlagsfreie Entgeltpunkte für Ihre Altersrente durch die Deutsche Rentenversicherung berechnet bekommen. Und deshalb sollten Sie wirklich darüber nachdenken, ob Sie nicht vielleicht dieses Jahr schon spätestens zum 31.12. Ihren Rentenantrag stellen, wenn die Voraussetzung für eine rückwirkende Anwendung 3 Monatsfrist bei Ihnen gegeben sind. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.